Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Und willkommen bei einem weiteren Video der Frage. Und im heutigen Video möchte ich klären, was ist der einzig wahre und essentielle Weg des Karates? Ist es der Weg der Faust von Cobra Kai, Igelfang-Karate oder doch eher der defensive und sanftere Weg von Miyagi-Do-Karate? Schwierige Frage, wird in diesem Video auf jeden Fall geklärt. Aber erstmal zu Anfang, die vierte Staffel von Cobra Kai ist eben erschienen und sie war wirklich faszinierend. Extrem coole Charakterentwicklung, extrem interessante Plotentwicklungen und echt cool diese nostalgische Präsenz, wenn alte Charaktere wie zum Beispiel Terence Silver auftauchen. Aber was das auch damit zu tun hat, dass vielleicht ein neues Dojo bald eröffnet, dass sich zwei alte Rivalen zusammentun und dass der ehemalige Champion Miguel, der immer noch ungeschlagen ist, sich vielleicht sogar John Kreese anschließt, dazu auf jeden Fall im Laufe des Videos mehr. Gleich zu Anfang erstmal, der neue Charakter hier Kenny. Natürlich ganz klar eine Anlehnung an Jaden Smith als Karate Kid. Zufall? Ich glaube nicht. Aber ich fand es ziemlich interessant, muss ich sagen. Ich finde cool, wie er eingeführt wurde. Ich finde die Parallele cool zu dem ehemaligen Klassenfreund von Robbie. Mir gefällt das Ganze. Die Dynamik auch, dass er von einem Lavusso gemobbt wird und sich einfach nur verteidigt, dazu halt den Weg der Faust von Cobra Kai nutzt. Ziemlich interessant auf jeden Fall. Cooler Charakter, sehr vielversprechend. Er hat sich auch relativ gut bewiesen im Kampf gegen Robbie. Und das könnte auch einer der Besten von Cobra Kai werden. Also potenziell wahrscheinlich einer der besten Schüler von Terence Silver an dieser Stelle, wenn man die Zukunft betrachtet. Und wo wir gerade hier Terence Silver ansprechen, sehr, sehr cool, dass man den zurückgeholt wird. Einfach dieser, keine Ahnung, 1,90 Meter, 2 Meter große Typ, der immer noch Wahnsinns-Karate kann, der es sogar geschafft hat, Johnny Lawrence in einem Kampf zu besiegen. Also extrem cool, nicht mehr so viel auf Kokain wie früher, auch nicht mehr so viel von Alkohol geprägt, aber er wurde ein bisschen in einem Käfig gefangen, wie damals auch in den Flashbacks mit John Kreese natürlich. Diesmal war der Käfig eher ein veganer und neureicher, etwas hipster angehauchter Einfluss. Dennoch kam natürlich John Kreese, hat seinen Gefallen eingefordert sozusagen und hat ihn wieder zurück auf die Bildfläche geholt und mal wieder den Weg des Cobra Kai gelehrt. Schlag zuerst, schlag hart, keine Gnade. Der Weg der Faust. Auf jeden Fall sehr cool, wie gesagt, dass er hier zurückkam. Hat mir sehr gut gefallen, ihn als Trainer zu sehen. Faszinierend auch. Natürlich die Parallelen, wenn dann auf der anderen Seite Danny LaRusso steht und die sich wieder so ein bisschen gegenübertreten. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und ja, Johnny hat ihn jetzt auch kennenlernen dürfen. Und er scheint wohl Cobra Kai jetzt ein bisschen expandieren zu lassen. Und nachdem sie natürlich das O'Reilly gewonnen haben, will er das Ganze so ein bisschen erweitern und wird jetzt überall neue Cobra Kais Dojos aufbauen. Das hat natürlich auch zur Folge, dass hier Danny LaRusso und Johnny Lawrence ihre Dojos jeweils schließen müssen. Das heißt aber noch nicht, dass sie gänzlich aufhören müssen, sie müssen nur ihre Dojos schließen. Und es gab schon mal so eine kleine Anteaserung jetzt in der letzten Folge, nämlich Miyago Fang. Also aus Eagle Fang und Miyago Do Karate wird Miyago Fang. Was ja dann eine neue Möglichkeit ist, sie öffnen sozusagen ein neues Dojo. Das ist nicht gänzlich gegen die Regeln, sie müssen nur ihre Dojos schließen. Und da sie ja sowieso zusammenarbeiten wollen, wäre das ja schon mal hier die richtige Möglichkeit und auf jeden Fall ein potenzieller Name. Der ehemalige Champion aber Miguel ist leider nicht mehr von der Partie. Was es ein bisschen komplizierter macht, muss ich sagen, weil er ist immer noch ungeschlagen. Er hat das Turnier abgebrochen. Kurz kam seine Verletzung wieder so ein bisschen zum Vorschein. War wohl eher ein bisschen, naja, ich will es nicht Phantomschmerz sagen, aber es wirkte eher wie so eine Art Flashback. Und das hat ihn nochmal so ein bisschen an die Verletzung erinnert und hat ihn nochmal ein bisschen zurückgeworfen. Aber eine wirkliche Verletzung war es dann wohl doch nicht. Es war wohl doch nicht ganz so ernst. Aber er muss jetzt seinen eigenen Weg gehen, ist auf der Suche nach seinem Vater, was auch interessant wird, weil vielleicht findet er seinen Vater, vielleicht auch nicht. Vielleicht dauert es auch eine Staffel, aber ich denke mal, wenn er zurückkommt, dann wird Johnny tatsächlich mehr mit seinem Sohn beschäftigt sein, was wahrscheinlich zur Folge hat, dass Miguel sich ein bisschen vernachlässigt fühlt und sich vielleicht dann sogar John Kreese an dieser Stelle anschließt, was sehr interessant wäre. Mit einem neuen Weg natürlich, weil Cobra Kai steht ja jetzt unter Terence Silver Einfluss. Dann kommen wir mal als nächstes zu zwei weiteren Kontrahenten bzw. Kontrahentinnen, nämlich Toby und Sam. Es ist ironisch. Ich finde, Sam hat eine extrem rückschrittige Entwicklung gemacht. Ich finde es natürlich cool, dass sie sich jetzt beiden Einflüssen bedient, sowohl den Weg von Johnny Lawrence, der ein bisschen natürlich Eagle Fang Karate repräsentiert, und dann natürlich den Miyagi-Do-Weg. Diese Mischung ist ganz interessant, muss ich sagen, weil ihr kommt das Ganze gänzlich zum Vorschein. Bobby nutzt ja eher seinen eigenen Stil, wo er eigentlich im Prinzip beide Stile übertreffen will. Miguel hat auch gewisse Einflüsse natürlich, aber hat auch sein eigenes Ziel entwickelt. Aber sie hat das wohl so ein bisschen vereint. Also sie hat auch ihr eigenes Ziel natürlich, aber es wirkt mehr so, als wäre der Grundsatz auf jeden Fall noch behalten geblieben, was ganz interessant ist.
Während Miguels Weg zum Beispiel eher so eine Art Kontraweg ist, also so eine Art Konter auf alles, was er bereits schon kennt. Also er kann sich sozusagen gegen sowohl den Weg von Cobra Kai als auch den Weg von Miyagi-Do behaupten, ist Robbys Weg eher ein direkter Angriff, also eine direkte Relation. Bedeutet, er antwortet mit mehr Aggressivität und kontert jeden einzelnen Schritt aus. Ganz interessant. Und wie gesagt, bei Sam kommt das nochmal wirklich gänzlich zur Geltung, was dieser Grundstein eigentlich bedeutet. Sehr interessant auf jeden Fall, aber ihre charakterliche Entwicklung war eher so ein bisschen, naja, rückschrittig. Weil sie ist immer noch von Rache geprägt und ist immer noch so ein bisschen auf so einen Konfrontationskurs aus, natürlich nicht zu verdenken. Ich meine, was Tori getan hat, war absolut unmenschlich und absolut scheiße und gehört auf jeden Fall bestraft, ganz klar. Dennoch muss man damit auch irgendwann mal abschließen können und Tori hat es, weiß Gott, nicht leicht. Ihr hat genug Probleme. Und sie nutzt Karate natürlich auch als Weg der Kompensation, um sich ein bisschen auch von dem loszusagen, was sie alles erlebt hat und muss so viel durchmachen, so viel parallel machen, wird immer noch fertig gemacht, aber trotzdem hat sie es geschafft, mit John Quis Hilfe hier den richtigen Weg zu gehen. Und am Ende auch nochmal die Worte, also sie soll ihren eigenen Weg gehen, wo er nochmal so ein bisschen rückblickend gesehen hat, was er damals eigentlich dem guten Johnny angetan hat. War das ganz interessant, muss ich sagen, auf jeden Fall. Hat mir sehr gut gefallen und ich denke, wenn John eben aus dem Knast zurückkommt, beziehungsweise wenn er aus dem Knast wieder rauskommt, wird sich Tori auch ihm anschließen. Dann hätten wir wahrscheinlich Miguel und Tori, also meiner Theorie nach, unter Johns Fittichen. Und der gute Johnny Lawrence wird auf jeden Fall Robby dann trainieren, denke ich mal. Oder in dem Fall natürlich dann durch beide geprägt, wird dann so ein gemeinsamer Einfluss kommen von Miyagi-Do und Eagle Fang eben. Wie ich ja gesagt habe, diese zwei Senses, die dann beide Robby trainieren, was sehr interessant wäre, weil wir wissen ja, Johnny hat jetzt auch eingesehen, dass der Einfluss von Danny LaRusso an dieser Stelle auf jeden Fall sehr positiv für seine Entwicklung eigentlich war. Nochmal gänzlich zusammengefasst und alles in allem hat mir diese Staffel sehr gut gefallen. Mir hat der Cliffhanger am Ende gefallen, dass John Quis jetzt wirklich eingesperrt wurde. Wie gefällt es das jetzt wirklich? Also, na gut, es wurde schon vorher angeteased, aber dass jetzt Danny LaRusso und Johnny Lawrence wirklich zusammenarbeiten, das gefällt mir sehr gut und ich hoffe da wirklich auch diesmal eine richtige Zusammenarbeit, aber ich kann es mir gut vorstellen, weil wie gesagt, sie müssen ihre ehemaligen Dojos schließen und jetzt was Neues eröffnen. Zwangsweise natürlich. Ich fand, wie gesagt, Sams Entwicklung ein bisschen rückschrittig. Tori natürlich sehr gut. Miguel erstmal aus dem Spiel zu nehmen, ist auch ein interessanter Schritt. Vielleicht stellt man auch Robby jetzt mehr in den Fokus. Was mir auch gut gefallen wird, könnte nochmal eine neue Dynamik zwischen Sam und Robby herstellen. Man weiß es nicht, weil bei Miguel und Sam war es ja eher so ein bisschen kritisch jetzt gegen Ende und Tori konzentriert sich wohl eher auf sich selber. Was auch sehr interessant ist auf jeden Fall. Wie gesagt, Wahnsinnsstaffel. Ich bin sehr gespannt, was kommt. Ich bin sehr gespannt, was wir noch von Terrence Silver, dem neuen Anführer von Cobra Kai, zu sehen bekommen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit dieser beiden Senseis. Mal gucken, wie es weitergeht. Hawk natürlich sehr interessant, All-Rally-Champion, absolut verdient. Er ist ein guter Kämpfer. Und auch mal zu sehen, dass er wirklich jemand anders All-Rally-Champion wird und nicht nur irgendwie dann Robby, Miguel, vielleicht dann Sam. Und dass es jetzt auch wirklich diese Subkategorie gibt mit den weiblichen Champions und mit den Extras natürlich nochmal, mit den ganzen Waffentraining und so. Da kommen nochmal andere so ein bisschen mehr zum Fokus und das ist auch sehr interessant. Also wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie hat euch die Staffel gefallen? Ich fand sie sehr gut, ich bin sehr gespannt auf weitere Staffeln. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Ansonsten, das nächste Video erscheint, wenn Cobra Kai zurückkehrt.